Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir ein Balance Board geholt und ich muss... Ja, schon wieder... Ach, schon gechoked, scheiß drauf. Ich wollte eigentlich das Pre-Intro in vollster Balance. Ach, Digga, das wird so nichts. Ja, ich muss noch üben. Scheiß drauf. Also, es ist so unsatisfying, wenn man davon runtergeht, man hat nicht mal so eine längere Zeit durchgehalten. Man fühlt sich wirklich nicht gut. Ihr sollt jetzt ein Liga-Video sehen, aber Jam, aka Haptic, Rush. Ah, Bruder. Jam hat das Update nicht runtergeladen. Wir waren alle gemeinsam verabredet. Und irgendwie hat das alles dann sehr lang gedauert. Ach komm, scheiß drauf. Normalerweise schneide ich auch gerne so ein bisschen diesen laber-chilligen Part am Anfang einer Session, um so ein bisschen ins Video reinzukommen. Ja, aber der Laber-Part hat etwas Ausmaß genommen. Später reagieren wir sogar noch auf alte Waititi-Videos und auf den Haaland-Song. Frag mich. Ich dachte mir, ist vielleicht auch ganz chillig. Im Hintergrund habe ich ein bisschen Gameplay von Felix gepackt, der James-Account gelevelt hat, damit wir überhaupt miteinander spielen können. Und ich sag mal so, so viel Gameplay von mir seht ihr in diesem Video nicht. Aber ich fand's mal was anderes irgendwie, so ein bisschen privater, weil ich frühstücke noch. Wir quatschen einfach ein bisschen. Schreibt mal gerne die Meinung. Das ist das Video für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut. Ich geh jetzt pennen. Haut rein. Ciao. Also nicht, ich haut rein. Ja, viel Spaß jetzt, ne? So ein Ding ist es. Ich war mir frisch gepresst. Ich hab dir schon 160 Euro gegeben. Blutorange. Blutorange. Digga, John, Blutorange. Ja! Bruder, wie wenig kommt da eigentlich raus aus diesen F***en Dingern, Alter? Warum bist du gerade Momo und schreist? Weil du mich nervst, Digga. Alter, und Jungs. Und jetzt schickt mir Momo eine Audio. 14 Uhr waren wir verabredet. Ich hab mich so beeilt. 14.16 Uhr sitzen wir noch hier, ich Digga. Ich weiß ganz genau, so ein was Bastard, Momo dich Alter. Schickt. Warte, noch nicht anhören. Ich predikte, was Modi schickt, okay? Was denn? Ey, Jam, da hast du einen BO3-Client, das ist wie Vibleo 2 Plutonium. Ach. Und wenn du dazu ein Video machst, das kann man wiederbeleben. Ja, genau. Ich schwör, Digga, wir werden mindestens 2 Wochen Spaß haben. So leider wird er die Mode machen. Du musst ein Video dazu machen. Nein! Es ist genau so! Du musst ein Video dazu machen. Ey, ich hab's noch nicht aufgenommen, John. Bitte, wenn verlinke ich, wenn du es in dein Video packst. Oh, schick mir mal die Videos. Okay, schick mir, du hast auch mehrere Spuren. Dann kann ich Basti Stimme rausschneiden. Dann Wichser, Digga, hat er nie existiert. Digga, warum werde ich so gemobbt, Alter? Oi, Memo, oi. Aber ist es jetzt das MP3-Visier, ja oder nein? Quatsch nicht rum, Alter. Digga, halt die Fresse, John, Digga. Kleiner Bastard, Basti. Komm. Was für, du hast Fische auf deiner Tarnung, weil die Diamond-Liga-Tarnung nicht ausreicht. Oh. Digga. Oh, das jetzt, Digga. Jam Bronze 1 Spieler. Nee, ich bin jetzt Platin 3 mittlerweile. Digga, weißt du, John, es war so lustig. Wir fangen an, ne? Felix hat ja Jams Account hochgespielt, ne? Ah, okay. Warte, bis Platin. Gold. Bis, wie auf Gold? Nee, Platin 1, ne? Und ja. Wir spielen, warte, und das war lustig. Erstes Spiel, Jam 300 Punkte. Stabil. Zweites Spiel, Jam 240 Punkte. Nein. Das ging so lange weiter. Wie hast du den letzten bekommen, Jam? 160. So lieb! Ich guck jetzt in meine Aufnahme. Guck nach, was du in der letzten Runde bekommen hast. Ja, ich guck jetzt. Ich hab bekommen 106. Wo ist Felix? Felix ist ein Bastard, Digga. Ja, gesagt. Digga, ist ohne Felix. Nein, wir brauchen Felix, Digga. Wir dürfen nicht. Wir können wirklich so nicht sowas sagen jetzt, ne? Frohen Weltfrauentag euch beiden. Ja, auch stimmt, meiner Familie schreiben. Was, wirklich? Gratulierst du irgendjemanden? Deiner Mama? In der Slowakei wird's gefeiert. Wirklich? Ja, und das Digga, macht man einfach was. Ey, nein, ich bin überrascht, dass so, was heißt gefeiert, also wie so Weihnachten oder was? Digga, Slowakei einfach weiter als Deutschland. Wer glaubt es von so einem Land, von dem niemand weiß, wo es liegt und es immer mit Slowenien verwechselt? Das ist halt echt so, ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob Slowakei, Slowenien nicht... Digga, das ist Rassismus gegenüber Slowakei. Weißt du, was Felix Lobrecht... Ist es wirklich nicht das Gleiche? Das, Digga. Nein, Johnson. Felix Lobrecht meinte, er verbindet damit nur so Glory-Hole-Pornos. Digga, wieso mit Slowakei, Digga? Ich hab was mich so kaputt Scheiße, Digga? Das sind immer irgendwelche Slowaken, die da so reinlaufen. So, oh, dieses Loch hier, ja, da gehört was für Slowaken, Digga? Es gibt 4,5 Millionen Slowaken, muss sagen, wir sind in jedem Glory Hole Pornos, wo es einer von den Slowaken ist, oder was? Irgendwo Slowakei oder Rumänien. Digga, soll ich anfangen mal? Weißt du, wenn ich oder jetzt Jokes Tschechien, über, Digga. Über Türkei Tschechien, machen Slowakei, würde, alles wenn geil. Ich jetzt Jokes über Türkei machen würde, wäre ich ausländerfeindlich. Warum? Türkei kann man richtig gut über den Tisch ziehen, finde ich. Ich könnte einen Witz drüber machen. Es gibt so einen TikTok, wo so ein GTA-Charakter irgendwie richtig viel läuft, in so Speed-Up halt, so richtig viel läuft. Und dann steht da so,
Turkish people walking 3000 miles just to tell that their country is better. Aber es stimmt wirklich, ne? Es stimmt, Alter, es stimmt. Es ist so gut. Könnte aber auch Albanien sein, Digga, Albaner. Ja, Albaner extrem. Wirklich. Albaner, Türken. Die sind wirklich so stolz. Kroatien auch krank, Alter. Kroatien also auch richtig. Ich glaube, die stolzste Nation ist wirklich Albanien. Diesen albanischen Vogel, Digga, machen selbst, wenn die nicht Albaner sind. Wir haben auch im Winter so Schneebarrikaden auf Straßen gebaut. Aber wer hat gefragt, oder ganz Basti? Dumm, wir haben uns mal auch... Digga, Felix! Das funktioniert nur, wenn du wer sagst. John, du dummer so Bastard, unruhig. Digga. Was meinst du, was ich hab nie verstanden, wie er funktioniert. Sag mal bitte, wie funktioniert er? Ja, frag deine Mom, sie kann es dir besser erklären als ich. Kleiner Hurensohn, Digga. Ja, sie hat es mir gestern nochmal erklärt. Weil du machst Sohn, Digga, geh nicht auf Mutter, Bastard, Digga. Doch, ich geh auf Mutter, du Muttersohn. Ey, ihr beide seid so behütet aufgewachsen, ihr habt wahrscheinlich nie Wasserbomben irgendwie aus einem Hochhaus in Neukölln geworfen, oder? Du aber, Jam, ne? Du hast in Malu hast du... Digga, Gropiusstadt, immer aus 14. Stock haben Wasserbomben runtergeworfen. Digga. Und weil du da mal nach der Schule warst für eine Viertelstunde, Digga. Danach bist du wieder in die Eigentumshaus. Ja, Eigentumshaus. Ja. Ich hab Klavierunterricht bekommen und dann bis zum Privatschwimmunterricht bin ich zwischendurch nach Neukölln abgebogen. Ich schwöre, so war's, sei ehrlich. Genau so war's, Digga. Du hast doch wirklich Klavierunterricht gehabt. Ja, Gruppenunterricht, irgendwie 5 Nein, Euro im Monat. Privatunterricht von irgendwie Mozart. Digga. Ur-Enkel, Alter. Ey, apropos, Alter. Wollen wir eigentlich mal spielen? Ja, Felix! Ganz kurz, ich will gerade was bestellen. Weg. Ganz kurz, jetzt, ich erkläre euch mal die Lage. Der Laden heißt Istanbul Grill. Mhm. Und er hat folgende Spezialitäten. Pizza, Döner, Burger, Alter. Und asiatisch. Sushi, Digga. Sushi, gibt's da Sushi-Marke? Ich guck mal bei asiatisch. Nee, China-Pfanne. China-Boss, ja, China. Ja, also, ja. Bro, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn du einen Laden hast... Würde dir sagen, ich soll da bestellen? Sieht's gut aus, ja, seriös. Mein Nachbar schickt mir gerade Rote Ritter-Sticker. Und schreibt, Sui, kann ich Fortnite spielen bei dir? Morgen kommt neue Season. So geil, Mann. John, ich lade dich mal in unsere Gruppe ein, ja? Von den ganzen Leuten, die hier wohnen. Einfach ich reinkommen. Ja, nein, auch gesagt, ich gehe da einfach rein. Nein, lass John einfach rein. Wirklich? Ich finde, ich hab mir einen Wohnung geführt. Bitte, es ist so witzig, es ist fein zu unterhalten. Also. Bro, da sind 1000 Nummern, die ich nicht kenne. Was soll da? Ja. Hier draußen hängen die QR-Codes und die sagen, joint der Gruppe. Ja, ich würde, da könnte jeder Penner joinen. Ich habe auch überlegt, einfach rein zu joinen und Scheiße ja, zu bauen. Ja, schick her, schick her. Ja, okay. Und ich schreibe dann Apartment 100 bitte nicht so laut nachts. Digga, letztens war jemand in der Gruppe, er meinte so, da ist ein Obdachloser am Aufgang unten ja. Und die haben alle so richtig eklig über ihn gesprochen. Die so, nicht, dass er es in der Szene rumerzählt und hier noch mehr kommen und sowas haben die gesagt. Ja. Als ob Felix drin ist. Ich bin drin, ja. Ja, moin, Digga. Ich bin nicht drin. Oh mein Gott, Jennifer. Also es fehlt nur noch Heptik. 19 GB Update. Nein. Er ist so ein Lügner, Digga. Ach stimmt, okay. Er hat mit Season Update nicht geladen. Oh nein. Oh. Aber Jam, du hast doch 1 Milliarde Glas. Hast du wirklich nicht gemacht, das Update? Nein, habe ich nicht. Oh nein, er muss verarschen. Hat er nicht? Nein, ich kann's euch übertragen. Ich kann doch nicht mal ein Video zum Mid-Season. Natürlich hat er das nicht gemacht. Oh mein Gott. Ivo! Komm ran, wir spielen mit Ivo. Bro, ist doch gleich fertig, wenn ich einmal schnappe. Nein, Digga, lass dich mit Ivo spielen. Ich brauch Jam für den Titel. Ja, aber Ivo bringt euch die Wins. Ich scheiß auf die Wins, Digga. Ich geh eh nicht mehr auf Redisant, Digga. Schmutz. Dreckspiel, Digga. Basti, ja, Basti muss ja... oder? Ja, klar. Wirklich, machst du es jetzt mal? Ja, klar. Warum lachst du jetzt aber? Du dummer. Junge, Alter. Basti, ich freu mich so gewettet, John. Ich werde so easy. Spaziergänge machen, Digga. Frische Luft mir holen, statt dieses so ein Game mir anzutun, Digga. Boah, ja, Digga. Genau das mache ich auch. Oder? Ist doch viel geiler, Alter. John, ich schwöre, ich habe letztens angefangen, Kaffee zu trinken aus irgendeinem Grund. Ja, so ein bisschen. Digga, Ich setz mich morgens auf die Terrasse, wow. Schön in die Sonne mit einem Kaffee und denk mir so, oh geil, dass ich zu Le zocken muss. Ja, ich schwöre, das so, denke ich mir immer öfter. So ne? Cool. So, by the way, ist mittlerweile 14.30 Uhr. Bruder, der Ingwer-Tee schmeckt ja noch nichts. Ich muss mir Ingwer rein, machen wir gleich wieder da. Schmutz. Bis gleich. Wegen John aber Jam, join rein, sonst rast dich aus. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit hier für euren Scheiß. John hat 2 Stunden Zeit und dann schneidet er wieder. Ich geschnitten wird er 0 Uhr. Ja, yeah, damit er jeden Tag Video hochladen kann, Arschloch. Arschloch. Ey, aber das Wetter ist voll schön, aber es ist trotzdem krass kalt draußen. Das Wetter ist so geil, ich lieb's komplett, Alter. Es sieht so aus, als wäre draußen... Nie so glücklich gewesen, mein ganzes Leben. 20 Grad, aber es ist wirklich kalt. Einfach Feiertag heute, ne? Was machen wir? Wir spielen... Und COD. Digga, für dich ist doch jeder Tag Feiertag. Für uns alle. Für Felix? Ja, natürlich. Ich muss schwer buckeln jeden Tag. Ja, Felix, wir sind noch drin im Rad. Mein Rücken ist schon krumm.
Digga. Ja, ich Jam macht einen Lens dieses Jahr, ne? Cutter geholt und trotzdem kommen keine Videos. Das ist geil, ne? Ja, Cutter hat gecuttet, schon zwei Videos. Ich war mit beiden nicht zufrieden, auch selbst gecuttet. Wirklich? Ja, ja. Ich schwöre, ich will mal ein Video von dir schneiden. Digga, Jam, das wäre eigentlich mal lustig. Wenn alle meine Stränge reißen, ich werde dein Cutter, bitte. Du darfst mit YouTube nicht aufhören. Bitte, bitte. Also, ich sag's dir ehrlich, wenn du jedes Mal Videos schneidest, jeden Monat, ich würde dich fest anstellen sofort. Wie viele Videos willst du denn pro Monat haben, Bro? Basti überlegt gerade, Stream auszumachen. Digga, wie viel willst du denn pro Monat haben? Zwei Videos. Bis drei die Woche, also dann 12 Videos maximal. Okay. Hey, natürlich, Basti, Digga, da musst du halt mal ein bisschen in den Flow kommen. Muss man halt auch die Nacht durchschneiden, ne? Wenn das ja, okay, komm. Da muss man die Nacht durchschneiden. John, wir testen mal ein Video, Jam. Wir tauschen und jeder von uns gibt. Ja, jeder gibt sich ein Video und das erklären wir in dem Video und im Intro und dann laden wir jeweils das eine Video. Machen wir einmal so ein Roulette. Okay. Ja. Ja, gut. Okay. Geil. Ja. Wer nimmt mein Video und wer nimmt dann Bastis oder Johns Video? Okay, wer will mein Fiverr-Video schneiden? Oh mein Gott, nee, Digga. Auf gar keinen Fall, Digga. Ich hab so lange nicht mehr richtig geschnitten. Ich hab auch keinen Bock, muss ich sagen. Ich geb dann euer Video meinem Cutter, Digga. Defeats the purpose, man. Ich will Johns Video schneiden. Basti meins und John Bastis. Okay. Ja, okay. Basti, wann hast du eigentlich Geburtstag? Hä? Ich wollte fragen, wann du Geburtstag hast. 30. August. Hast. Weißt du doch. Monat nach dir. Ich vergesse es immer wieder. Hä? Der Monat nach dir, du Bastard. Das ist so einfach. Digga, wie lange soll das Spiel froh nach Berlin fucken hier? Ich hab nicht so viel Zeit hier, Mann. Digga, wirklich, John, so ein Bastard. Jedes Jahr ist es genau ein Monat nach ihm. Jedes Jahr. Monat. Jedes Jahr ist halt wirklich so, ne? Und ich hab's vergessen, was. Es tut mir leid, Bruder. Und jedes Mal schreibt mir John so ganz normal auf WhatsApp den ganzen Tag bis er irgendwann sagt, oh fuck, was, du hast Geburtstag, oder? Mhm. Oh Mann, Bro, es tut mir so leid. Digga, dass ich dir auch immer wieder normal schreibe, ist wirklich cringe, ne? Das ist ja, so aber dumm. Man sagt ja dann auch nicht, ey, yo, ich hab übrigens Geburtstag. Ich hab übrigens Geburtstag. Ja, hast du's vergessen? Kennt ihr die Leute, die dann so Geburtstag haben und dann posten die so irgendwie so keine Ahnung, irgendwie so, dass Insta-Stories alle wissen, dass sie Geburtstag haben, so ja, cringe. Ja, ja. Mach ich auch immer, was? Ich auch, Digga, das ist die einzige Nachricht, die ich bekomme. Nicht mal da kriege ich Antwort-Nachrichten. Ich muss die ganze Zeit starten und stoppen, damit... Du sollst auf NA stellen, den Shit. Ach, scheiß drauf, ich bin bei 94%. Oh Gott, 99% ist immer ganz schlimm. Digga, ich muss wirklich immer pausieren, damit es wieder... Ja. Hör dir mal den neuen Track von Bears an, ich finde ihn voll geil. Okay. Geschickt im Discord. Sag, wenn du auf null bist. Ja, ich hab Werbung, warte. Digga, ganz kurz. Ihr müsst euch hier das Video geben. Warte, ich muss kurz erklären, ja, für alle. Ja, erklär's. John hat auf John Raid YouTube Premium, ist aber mit Johnny angemeldet und hat da kein YouTube Premium und guckt sich jedes Mal Werbungen an, weil er zu faul ist, auf John Raid zu stellen. Dumm kann man sein. Jedes Mal, wenn ich ein Video gucke, sagt er, oh, Werbung. Ja. Wir gucken Video, oh, Werbung. Und ich denke, John, das also doch, ich bin zu faul. Das ist sehr weird, sehr, sehr weird. Spielt ihr Taktikschutz oder spielt ihr Bombenräumerschutz? Kein Plan, was du meinst. Selam-Schwanz in meinen Arsch. Selam-Schwanz in mein Arsch. Und zwar für damalige Verhältnisse krass aufwendig. Wer hat gefragt? Tut mir leid, Basti, tut mir leid, es tut mir leid. Du redest einfach weg, weil du es nicht weißt. Es tut mir leid. So dumm von dir, John. Es tut mir leid. Bro. Felix, hast du Lochis gehört? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Schade. Ich kenne die Sachen so, aber ich war jetzt nie... Ja, Digga. Hab mich jetzt nie begeistert, sag ich mal. Nimm dir keiner übel, nimm dir keiner krumm, sag ich so, wie es ist. Gut. Aber was halt wirklich ein Hit war, war der letzte Sommer von White Hitty. Das war so ein Hit, war es halt wirklich. Ja, das habe ich schon mehr gefeiert. White City 33 Millionen auf. Es ist der letzte Sommer. Oh ja, ist die letzte. Na. Sag nie mal ja. Digga, dass Leute wirklich dachten, die Erde geht unter. Ich war mir sicher, ne? Ey, bitte, Mann, bitte, Jam, wo bist du? Das Video gibt dir so gute Vibes. 99%. Bitte. Die Welt geht unter und wir rennen ins Messer. Aber hier so rumzusitzen macht das auch nicht besser. Komm, ich geb euch ein aus, und dann geht das ins Softhaus. Wir gehen drauf, noch ein bisschen. Das Messer raus. Sind wir alle tot? Das ist kein Verbot! Digga, das ist der Typ von Klicks, wie hieß der nochmal? Jam weiß bestimmt. Ich auch!
Ja, wie hieß der nochmal? Christoph Trachten. Nein. Es ist kein Morgen. Nein, ehrlich, es gibt keinen Morgen. Das ist der letzte Sommer. Oh ja! Sag die Mayas! Auch mit der Sonne am Kölner Dom ist so geil. Ja, ja. Bock auf Ständertime war auch so ein Hit, Digga. Aber das muss man schon sagen, das waren ja auch eigene Melodien und dafür ist es, Mr. Trashback, das waren ja auch eigene Melodien und dafür ist es echt stark, weil es wirklich ein Ohrwurm war und nicht einfach nur so mäßig, wie war das bekannteste hier, wo damit sind sie kreativer als Rapper heutzutage, die Musik ernst nehmen. Ja, ja, 100%. Wie hieß denn nochmal dieses, wo sie sich so anmalen, dieses Video, Basti? Das ist auch so eine Songparodie, wo sie so angemalt sind. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie so ein. Weißt du? Ja, ja, ja. Das ist doch dieses. Ja, 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 ja. Weißt du, weil das ist auch cool, aber das ist halt so, da gibt's quasi schon die Melodie und alles. Ja, ja. Da gibt's schon die Melodie und du hast garantiert, dass es so, also die Leute feiern die Melodie. Genau, also, ist ja schon ein Hit gewesen, so mäßig, und dann kann da jeder so zu relaten, so. Voll. Deshalb finde ich es krass, dass das so trotzdem reingegangen ist, ne? Ich muss sie ansprechen. Digga, das kennt ihr noch von vorne rechts, passt mal am Hause zurück. Warte, dann wach weiter. Hier, Digga, das ist die? Wisst ihr, wer das ist? Jam weiß es bestimmt. Geh mal die Bildschirmübertragung, Jam. Wer ist die? Muss man die kennen? Wer ist die Blonde vorne? Das kennen nur OGs. Ja, also wurde im Chat gespoilert. Sexy Julia. Ja, Sexy Julia. Digga. Woher kennt man die? Die hat auch mit den Videos gemacht. Das war so quasi Katja Krasavitsch Pre-Build. Digga, Pre-Build, Digga, noch ohne Silikon, ja, ohne Sex, alles. Einfach nur. Ich muss sie ansprechen, denn sie ist meine Traumfrau. Wenn nicht jetzt, Digga, ich liebe den Klamottenstyle, Digga. Mit diesen, die Hosen, wirklich. Die Hosen ist wirklich geisteskrank. Aber ich höre, ich hatte auch so eine von H&M. Ja, Bruder, von so Schere, so Digga. Die Eltern haben so reingeschissen mit dieser Hose, ne? Digga, aber Jam sieht heute noch aus. Was? Liebst du mich? Nee, eigentlich nicht, aber heute ertrage ich dich. Ja, ich kann's nicht aussehen. Ich geh fremd, ich auch. Ich bin eigentlich ein Mann. Hey, gut dich zu sehen, ich werd dich wirklich vermissen. Von Außenseiter. Vaukern hab ich dich um 100 Euro beschissen. Weltuntergang, Sommersong. Die Hook ist wirklich geil. Ja. Das ist hier Ape-Crime, ne? Ape-Crime. Check ist ohne Bart, konnte ich gar nicht vorstellen. André war doch auch dahinter. Ja, ja. Stiehlt sich keiner mehr davon. Ja. Da waren die noch so ein bisschen Newcomer zu dem Zeitpunkt. Es gibt keinen Morgen. Mann, ich hab so Bock auf Sommer, wenn ich das gerade sehe. Sonnenschein. Ist das geisteskrank. Kennt man den hier auch nicht? Ich weiß es nicht. Das sieht ein bisschen aus wie der Kollege von Ju. Ja, genau. Oder? Vielleicht ist sogar der Typ hier Ju im Anzug. Imagine. Ja, das könnte sogar sein mit dem Tattoo unten bei der Hüfte. Boah, warte, John. Sherlock, John. Warte, John, aber so. Geh zurück. Ja, auch die Schuhe. Das ist Ju. Das ist Ju, ne? Das ist Ju. Das sieht auch an den Schuhen. Die Schuhe sind wirklich Ju-Schuhe. Ja. Da, guck. Das ist Ju. Das ist legit Ju, oder? Das ist Ju. Es ist Ju. Alter. Du hast den Tod getötet. Und was machen wir jetzt? Na, weiterfeiern. Mach mal Ständertime an, bitte. Digga, Ständertime. Da ist schon rechts. Jam, komm auch mal ran jetzt hier. Ständertime? Ja, ich muss Schere heben. Jam ist wirklich geisteskrank wieder. Ich muss Schere heben. Ich kenn Ständertime nicht. Nein! Ich kenn das nicht. Ich kenn das nicht. Geisteskrank, was? Ich kenn das nicht. Ich kenn das nicht. Kennst du du kennst das aber du hast das Lied nie gehört, oder? Also hast du schon mal gehört, dass es den Song gibt, so mäßig. Basti muss komplett heben. Vielleicht kenn ich's, wenn ich höre. Lass mal kurz reingehen. Das ist eigentlich dein Song, oder nicht? Wir haben uns versteckt. Das war so ein geiler Song, Alter. Stehen wir unserem Mann. Eine steife Brise weht übers Land. Digga, die Klamotten sind so geil. Wartezimmer bei A. Endlich ist es soweit. Frau Dr. Reed lässt mich rufen. Oh. Ich bin für sie bereit. Ich sag, ich will mich nicht nur. Darf ich mich mal abchecken? Legen Sie sich nicht in die Liege. Ich leg mich
mich hin und sie kommt nah heran. Mit zarter Stimme macht sie mich an. Will wissen, ob ich Privatpatient bin, doch ich sehe nur ihren Body, höre kaum noch. Ich höre durch fucking Pornos, denkt jeder Junge automatisch, gleich passiert was. Sie ist wunderschön. Das ist late heute noch. Sie nimmt meine Hand und mich befährt ein Schlag. Ein Kribbeln einer Leidenschaft. Eine mysteriöse Kraft, ein Gefühl, das wäre schwerelos, die Sehnsucht ist riesengroß, als ich schüchtern nach den Sternen. Viel laut ist so ein Macher, ne? Ja. Penis ist Stein. Wenn du das heute machst, wirst du gecancelt. Du hast auch ein Boden, so oh mein schon. Gott, ganz kurz. Diese Szene, das hier, entstalkt eine Frau. Oh! Er stalkt sie! Nein. Kennst du? Nein, Monte. Oh Monte. Nein. Die waren Monte, bevor Monte das gemacht hat. Oh. Jetzt ein Bombenprank, Digga. Die Kinder im Hintergrund, was machen die? Die sind keine Ahnung, die sind verrückt, lauf weiter. Er ist richtig schockiert. Wenn ich in der Sauna liege, meine Flamme hat mich angestoßen. Ich hab den Nacht mit Megan Fox im Traum verbracht. Mein Gott, Digga. Das ist Digga. Schon geisteskrank. Safari-Time. Haben wir von dem eigentlich noch was gehört? Macht der noch was? Nee, ich glaube, der hat sich... Der hat losgelassen. Der ist auch relativ undercover unterwegs. Der andere doch auch, oder? Ja, ja. Der hat doch mal, glaube ich, in der Agentur gearbeitet irgendwann. Aber Film macht er, zu laut macht er Videos. Sie ist bei Funk oder so. Ja. Sie lächelt mich an, sagt, ich kenne dich. Ich lächel zurück und sag, ich dich nicht. Fail, ich hab's versaut. Es hilft nur die Wahrheit und ich sage es laut. Ein Kribbeln an der Leidenschaft. Den Track finde ich nicht so jetzt, krass. Bro, komm in die Übertragung, guck selbst, was für eine Situation hier in der Hand war. Da muss ich aber an das hier denken auch. Kennt ihr das hier? Kigoyo? Nee, warte. Siehst du, es wäre nix, was soll ich machen? Was soll ich machen? Das Update nächstes Mal früher machen. Ja, vor allem das Update. Guck mal, wenn ihr eh schon auf mich gewartet habt, hättest du wenigstens schon mal vor mir in der Lobby sein können. Felix, das Ding ist, ich wusste nicht mal, dass es ein Update gibt. Digga, Haaland, das ist wirklich so geil. Das ist fucking ja. Erling Haaland. Ich muss einfach nicht mehr arbeiten. Besser. Triple-Sieger, alles. Bruder, da siehst du alles ist möglich, ne? Sommerferien, zu viel Zeit gehabt, die dachten schon, wir werden Rapper. So süß. Premier League-Rekord kann schon sein. Premier League-Rekord kann schon sein. Es ist einfach irgendwelche Freunde, die richtig viel Langeweile, Sommerferien auf dem Land. Was du siehst, es sind aber auch alles so Fußballer, wahrscheinlich so Fußballcamps hier in der Freizeit. Digga, so süß, dieser Pulli. Digga. So süß. Er ist so unangenehm. Er ist so überfordert, Digga. Guck mal, wie unangenehm es ist. Glaubt ihr, Haaland hat auch ein bisschen Autismus? So süß, Digga. Er erinnert mich irgendwie an Messi. Digga, hier, fast Kreuzbandriss geholt, Karriere fast vorbei gewesen. Digga, ist krank. Schon Haaland kann man nur lieben. Ja. Bodenlos. Das ist cool, das machen wir. Blaus, hör Keks, Mann! Man, ich will nicht haben, 15-jährigen Haaland hören, wir haben die singen. Helf mir doch mal, was soll ich denn machen? Jam Switch auf PlayStation. Lawyer, den Wunder. Das kenn ich gar nicht. Beautiful Jumper. With memories. Ah, I can play. Digga, was für eine Maschine er ist, ne? I don't even know why I had this on. I have no idea. With my friends making a really nice song that's quite popular now, I have to say. Jam, ist fertig? Jam? Digga, das kann echt nicht sein. Lass 13 Uhr, Jungs, lass 13 Uhr. Ja, lass 13 Uhr, sag ich ja noch. Ich kann auch 13 Uhr. Es sind 4 Minuten, es ist 15 Uhr. Ja, ja. Oh mein Gott. John, ja, würdest so du sagen, ich. Wer ist besser overall so in COD Multiplayer, Basti oder ich? Boah, es ist wirklich nicht leicht. Basti aber. Ja, bin ich auch. Nein.
Doch, doch. Nein. Doch, doch. Auf deine ganze Legacy gespuckt gerade. aber Jam, mit der VMP besiegst du halt auch Felix. Oh mein Gott, was macht ihr mit mir? Oh mein so. Gott, Jam! Warum tag-teamt ihr mich? Nein. Schau, das Update funktioniert nicht. Gibt's eigentlich noch Happy Slice Pizza? AKA die absolut schlechteste Dreckspizza, Digga. Die absolut was? Beschissenste Pizza Deutschlands, Digga. Wirklich? Ich fand die auch nicht bestellt, gut. War zweimal Hundescheiße, Digga. Einmal bestellt, war echt nicht gut. Zweimal Hundescheiße. Ja, komplett